Ja, ich möchte mich heute mit einer Herausforderung beschäftigen, die vielen bestimmt schon im Alltag der Hochschullehre begegnet ist. Also wie können Selbstlernmaterialien die Präsenzlehre sinnvoll ergänzen? Und in meinem Fall, wie kann die Digitalisierung vielleicht zu einer Stärkung der Lehre in kleinen Fächern beitragen? Diese Herausforderung haben unsere Abteilung Studium und Lehre und die Philosophische Fakultät 2017 sind ihr so begegnet, indem sie das Vorhaben zur Digitalisierung kleiner Fächer begonnen haben. Ja, das Ziel ist die Entwicklung individueller Digitalisierungskonzepte in zwei Pilotprojekten. Das eine ist in der Ägyptologie und Koptologie angesiedelt, das ist meine Zuständigkeit. Das zweite in der klassischen Archäologie. Wir entwickeln mit den Lernenden gemeinsam E-Learning-Materialien, um die Studierenden im Selbststudium zu unterstützen. Ja, Zielgruppe sind also die Studierenden, die bereits ab dem ersten Semester in den Selbstlernprozessen unterstützt werden sollen. Der Fokus liegt hierbei auf der Prüfungsvor- und Nachbereitung sowie auf der Vermittlung digitaler Forschungsmethoden. Ja, Kulturgeschichte, Kenntnisse über Denkmäler und antike Sprachen zählen zu den Themen auf dem Lehrplan. Und unsere Materialien sollen die Studierenden in den Phasen der Prüfungsvorbereitung, zum Beispiel in dem sehr arbeitsintensiven Studium alter Sprachen unterstützen. Das betrifft insbesondere die Studierenden der Ägyptologie und Koptologie. Also wir schauen hier auf eine Sprachgeschichte von etwa 3000 Jahren und haben mit dem Ägyptischen und dem Koptischen die älteste und die jüngste Sprachstufe und zusätzlich eben ja, verschiedene Schriftarten, verschiedene Eigenschaften der Sprachen in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen. Ja, also, was haben wir gemacht? Wir haben für die Einführungssprachkurse zunächst Grammatikübungen entwickelt in thematischen Blöcken, die die Studierenden im Selbststudium zur Wiederholung nutzen können. Dazu gehören Aufgaben im Lückentextformat, Zuordnung oder Fehlertextmarkierung. Umgesetzt sind die Übungen hauptsächlich auf der Plattform Elias. Aber um ein bisschen Gamification reinzubringen, nutzen wir auch die Plattform H5P oder Quizlet. Auf Quizlet haben wir außerdem Vokabelkarten umgesetzt, um den Wortschatz des Koptischen zu erlernen. Hier ein kleines Beispiel. Das bedeutet Mensch. Für das Mittelägyptische, also die Sprachstufe Mittelägyptisch, haben unsere Kollegen von der Humboldt-Uni zu Berlin, Tobias Paul und Daniel Werning, mit der Lernkartei Lernsoftware Anki eine Möglichkeit gefunden, die Ebenen von Hieroglyphenschrift, Funktion, ägyptologischer Umschrift und Übersetzung didaktisch miteinander zu verknüpfen. Ja, darüber hinaus möchten wir aber auch unsere Studierenden früh im Studium für den Umgang mit Datenbanken und digitalen Werkzeugen sensibilisieren. Dazu möchten wir unsere sprach- und kulturwissenschaftlichen Module durch Zusatzangebote anreichern, die Einblicke in diese Schwerpunkte aus den Digital Humanities ermöglichen. Die Studierenden können bisher durch Vorlesungsmitschnitte und in kleinen Workshops zur praktischen Anwendung sich mit Themen auseinandersetzen, die durch die geringen Personalressourcen ansonsten nicht im Curriculum abgedeckt werden könnten. Ja, kommen wir zu meiner Eingangsfrage zurück. Kann also die Digitalisierung ein wenig zur Stärkung unserer Lehre beitragen? Naja, wir sind noch in einer Testphase, konnten aber bereits in den Phasen der Prüfungsvorbereitung durch Selbstlernmaterialien ja, diese sehr intensiven Vorbereitungsphasen unterstützen und auch die verschiedenen Lerntypen unserer Studierenden so viel besser ansprechen. Man könnte also sagen, ja, wir haben bereits erste Fortschritte erzielt und haben auch ein großes Interesse an den Angeboten zu den digitalen Forschungsmethoden erfahren. Durch die individuellen Kursgrößen können wir mit den Studierenden da auch in einen aktiven Austausch treten und können uns auch an ihren Bedarf anpassen und sie auch so aktiv wie möglich eigentlich in diesen Prozess mit einbeziehen, was die ganze Sache für beide Seiten auch mit sehr viel Spaß sozusagen verbindet. Ja, genau, was wollen wir also machen? Wir möchten unsere Selbstlernmaterialien natürlich weiterentwickeln und verbessern für das Fachstudium, aber möchten darüber hinaus auch das Angebot zu den Forschungsmethoden erweitern und ja, stetig ausbauen bis zum Ende der Laufzeit 2020. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.